Sprachschatz trifft Raster Fechter, heute der Drei-Punkte-Wurf. Als genau solcher steht der Dreier im Duden als maskulines Substantiv. Natürlich findet er seinen Sprachgebrauch im Basketball und zwar immer öfter. Allgemein gesprochen kommt der Drei-Punkte-Wurf eher selten vor, laut Duden seltener als einmal in einer Million Wortformen des Duden-Korpus. Raster Fechters Jannis Hund kennt sich aus mit dem Wurf von jenseits der 6,75 Meter, hat aktuell die beste Quote im Team. Was also ist für den 24-Jährigen das Besondere am Distanzwurf? Also der Dreier ist natürlich der Wurf, der am meisten Punkte gibt, wie der Name schon sagt. Und dementsprechend, wenn man den hochprozentig trifft, ist das natürlich eine gute Sache. Beim Dreier geht es hauptsächlich darum, wenn man ihn trainiert, Wiederholungen zu werfen, immer zu gucken, dass man immer gleich wirft. Und ja, im Spiel ist es, denke ich, natürlich einer der schwereren Würfe, weil es einfach von die weiteste Distanz ist. Aber wenn man als Team gut zusammenspielt, den Ball viel laufen lässt und am Ende durch viele Pässe, Extrapässe, einen offenen Dreier wegbekommt, dann denke ich, ist es auch ein sehr guter Wurf im Basketball. Mit Jordan Barnett und Josh Young hat Raster zwei weitere Spieler im Kader, die für gewöhnlich oft und erfolgreich von außen treffen. Das Nonplusultra-Trio in Sachen Dreier in der Easy Credit Basketball Bundesliga spielt aber bei Rasters nächstem Gegner, Ratio Farm Ulm. Troy Copain, Eric Holman und Andy Obst haben je schon mindestens 7 Dreier getroffen. Eines jeden Quote liegt bei über 57%. Das ist extrem gut. Zum Vergleich. Jedes BBL-Team nimmt im Schnitt pro Spiel gut 25 Threeballs, trifft davon gut 40%. Auch dieser Wert ist noch sehr gut. Die Telekom Baskets Bonn versuchten es bisher am häufigsten von außen, am effektivsten waren die Niners Chemnitz. Bei Raster läuft es noch nicht so rund von jenseits des Perimeters. 30,1% lautet die Erfolgsquote bei gut 24 Versuchen pro Spiel. Es ist wichtig, dass man sich gute Drei-Punkte-Würfe erarbeitet und das eben durch Ballbewegung, durch Attackieren zum Korb, den Ball wieder rauspassen. Und wenn man dann freie Würfe sich erarbeitet, sind es auch meistens die Würfe, die man im Training trainiert. Und so wilde Fadeaway-Dreier, Pull-Ups, das sind alles Würfe, die man nicht so häufig trainieren kann. Und wenn man sich dann durch gute Ballbewegung, wie ich gerade gesagt habe, Rhythmuswürfe aus Spot-Up, Fangen, Werfen, solche Würfe arbeitet, dann denke ich, können wir die deutlich hochprozentiger treffen als nur 30%, wie wir es im Moment tun. Besonders gut ist derzeit Ratio Farm Ulm. Der Tabellenführer gewann alle seine drei Spiele, macht 100 Punkte pro Partie und trifft natürlich die langen Würfe ganz hervorragend. Weil Ulm so gut trifft, fallen Rebounds bisher kaum ins Gewicht, aber fast 15 Turnovers pro Spiel sind ganz sicher zu viel. Eine Chance für Raster? Wir haben uns eigentlich vorgenommen, hauptsächlich erstmal auf uns zu achten. Also, dass wir unser Ding durchziehen, dass wir unseren Gameplan durchziehen. Und da ist in erster Linie nicht so wichtig, was der Gegner macht. Klar, wir scouten natürlich, was Ulm so macht. Und wenn es ein Turnover-anfälliges Team ist, klar versucht man auf jeden Fall durch die Turnover dann viele Fastbreaks und viele schnelle Punkte durch die Ballverluste der Gegner zu kommen. Aber wie gesagt, erstmal konzentrieren wir uns auf uns, versuchen unser bestmögliches Spiel zu spielen und dann sehe ich das Ganze doch sehr positiv, dass wir da auch mit einem Sieg nach Hause fahren können am Sonntag. Beim Spitzenreiter kann Raster Fechter mit einer engagierten Leistung nur gewinnen. Los geht es für Headcoach Thomas Pech und sein Team am Samstag um 9:30 Uhr. Abends um 19 Uhr wird noch in Ulm trainiert, ehe es am Sonntag um 15 Uhr richtig zur Sache geht. Natürlich auch jenseits der 6,75 Meter. Alle Spiele der Easy Credit BBL und vieles mehr live bei Magenta Sport.